Guten Tag, liebe Freunde, ich bin Azeja Gude der Altain und auf Wunsch einer meiner Zuschauer will ich heute mal ein Video machen, über was alle Gottheiten, die wir verehren, vorstellt. Deswegen, da muss ich mich natürlich ein bisschen kürzer fassen und mit der Zeit werden auch einzelne Videos zu einzelnen Gottheiten kommen, aber jetzt soll es mal um eine Art Übersicht der Götter und Göttinnen gehen. Die höchsten Götter sind Odin oder Wotan und Frigg, auf Deutsch Freyr. Der Name Odin oder Wotan bedeutet Wut und man deutet es als die Wut des Sturmes oder die Wut, die die Krieger im Kampfe haben. Am besten erfahren wir von seinen Zuständigkeiten, wenn wir mal auf die alten Quellen gucken. Adam von Bremen, der 1085 gestorben ist, sagt nämlich zum Beispiel, wenn Krieg droht, wird dem Wodan geopfert. Ja, und im Gylfaginning wird gesagt, er waltet aller Dinge großer und kleiner. Ist jetzt noch ein bisschen allgemein. Freya spricht aber eine Hymne im Hündlerlied. Und da heißt es nämlich, bitten Herr Vater, in unseren Gedanken sitzen. Er gönnt und gibt das Gold den Werten. Er gab Hermodür Helm und Brünne und ließ Siegmund ein Schwert empfangen. Gibt Sieg den einen, gibt anderen Gold, Worte manchem und Wissen den Geborenen, Fahrwind den Schiffern, den Skalden Lieder. Er gibt Mannheit manchem Krieger. Ja, und dann haben wir noch in der Horkona-Saga Gosa, da wird ja auf Odin getrunken und da heißt es, zuerst sollte man den Odinsbecher für den Sieg und die Herrschaft seines Königs trinken. Nun, unser König, wir sind ja ein Kaiserreich, ist ja eigentlich Georg, kaiserliche und königliche Hoheit Georg von Preußen, auf den würden wir trinken. Der Wodan selbst entspricht oder wurde in der Antike auch sehr oft mit Merkur gleichgesetzt, weil Merkur auch ein Gott des Handels ist, da ist Wotan auch zuständig. Und auch der Wanderer zwischen den Welten, das passt auch auf Wotan. Ich habe allerdings schon zwei Videos gemacht, nämlich das Video Nummer 71 und 142. Also da würde ich euch jetzt darauf verweisen, dass ihr da reinguckt, wenn ihr noch mehr wissen wollt. Ja, Freya, also wie gesagt, die Gemahlin Wotans, Frigg auf Nordisch. Der Name heißt Geliebte Gattin und sie entspricht der Hera oder Juno. Sie ist also die Königin der Götter. Sie ist zuständig für die Häuser, die Familien, die Menschen, das Eheglück, weibliche Arbeiten wie das Spinnen. Sie ist ja, entspricht ja der Frau Holle, schon bei Burkhard von Worms wird das gleichgesetzt. Ich habe zu Frigg, Freya, Frau Holle auch schon ein Video gemacht, mein Video Nummer 6. Da erfahrt ihr dann noch ein bisschen mehr darüber. Ja, der nächste Gott ist, den ich aufzählen will, Thor oder auf Deutsch Donar. Der Name bedeutet Donner. Er wurde mal mit Herkules gleichgesetzt, meist von den Römern, und mal mit Jupiter bei uns. Adam von Bremen, den ich dann wieder erwähnen will, sagt, Thor, sagen sie, herrscht in der Luft und gebietet über Donner und Blitz, Wind und Regen, heitres Wetter und den Fruchtertrag. Und ein bisschen weiter sagt er, wenn Pest und Hungersnot drohen, wird dem Götzen Thor geopfert. Ja, Thor ist auch ein Gott der Reisen. Bei uns gibt es noch so einen Spruch, wenn man aus dem Hause geht, ich trete über mein Türgeschwell, Donar sei mein Weggesell. Zuständig ist er also als Gott der Kraft, für Kraft und Stärke, für alle Arbeiten, die Kraft bedeuten und brauchen, aber auch für das Weihen. Mit seinem Hammer weiht er ja auch und vertreibt die Dämonen. Auch hierzu habe ich ja schon ein eigenes Video gemacht, nämlich Video Nummer 73. Donars Gemahlin ist die Göttin Siva bei uns. Der Name wird ja verschieden gedeutet, das habe ich auch schon mal erklärt. Ich gehe davon aus, dass es mehr in Richtung Regen, Sieven und so weiter geht. Also dass sie eigentlich eine Göttin des
fruchtbaren Regens ist. Aber sie ist auch eine Göttin des Glücks, denn sie wurde ja schon in der Antike mit Fortuna gleichgesetzt, und zwar nur bei den Germanen. Dann wurde sie auch mit Ceres gleichgesetzt, und sie ist natürlich dann auch irgendwie das Wachstum der Erde und der Früchte und der Feldfrüchte. So wird sie ja dann auch meist dargestellt, mit Ähren in der Hand und Blumen. Ich habe auch dazu schon ein Video gemacht, mein Video Nummer 116. Würde euch da bitten, da reinzugucken, wenn ihr da noch mehr wissen wollt. Der Gott Frey, oder zu Deutsch Frico, heißt auch Ink, Inkwas. Der Name Frey heißt nur Herr, ist eine Anrede. Und Ink heißt vielleicht der Junge. Adam von Bremen charakterisiert ihn so. Der dritte ist Frico, der Friede und Freude den Sterblichen spendet. Wenn eine Hochzeit zu feiern ist, wird dem Frico geopfert. Und in der Horkuna Saga Gosa wird gesagt, wenn man auf Frey ein Horn trinkt, Freys Becher für fruchtbares Jahr und Frieden. Til Ors Ok Frisa heißt das. Und in der Egils Saga Skallagrimssonar wird ein Vers gesagt, da heißt es nämlich, Frey und Njörs den Freund begabten, den kühnen Recken, mit großem Reichtum. Hier wird er also zusammen mit seinem Vater Njörd als Gott des Reichtums genannt. Darüber habe ich auch ein Video gemacht, nämlich das Video 111. Seine Gemahlin, die ja hier mit dargestellt ist, er will sie ja gerade abholen, also will sich gerade mit ihr hier treffen im Barihain. Seine Gemahlin ist Gerdür oder Gerda auf Deutsch. Der Name kann Garten, umzäuntes Feld, Gatter bedeuten. Und man deutet Gerda als die winterliche Erde noch in Haft der Winterriesen, die verborgene Erdschönheit und Lebenskraft. Frei war ja so mehr vielleicht die Sonnenwärme, das Sonnenfeuer vielleicht sogar. Und Gerde ist dann die Erde, die dann sozusagen von der Sonne erwärmt wird. Der nächste Gott, den ich euch vorstellen will, heißt Ullr oder auf Deutsch Vulsus oder Vulla. Das heißt übersetzt Herrlichkeit. In der jüngeren Edda Gylfaginning steht, er ist ein so guter Bogenschütze und Schneeschuhläufer, dass niemand sich mit ihm messen kann. Bei Zweikämpfen soll man ihn anrufen. Das ergibt sich daher, dass er mal gegen Odin gekämpft hat oder ihn versucht hat zu verdrängen, deswegen Zweikampfgott. Und Bogenschütze und Schneeschuhläufer, das deutet dann doch so auf einen Gott hin, der auch ein bisschen für die Jagd zuständig ist. Im Winter musste man ja jagen, weil ja nichts wächst. Das kann, und er ist überhaupt allgemein so eine Art Wintergott. Nicht ein Winterriese, so ein Wintergott. Ich habe übrigens dazu auch schon ein eigenes Video gemacht, mein Video Nummer 51. Da würde ich euch dann nochmal drauf verweisen wollen. Ja, dann kommen wir zu den beiden göttlichen Brüdern. Vida oder Veda, das heißt, und Vali oder Vali. Vida heißt der weithin Herrschende, kann auch heißen, jemand zu Fall zu bringen, also dann mehr so als Kämpfer. Man deutet diese beiden Götter als Abendröte und Morgenröte, also Vida wäre dann die Abendröte. Vida und Vali schützen das Haus und Heiligtum, und beim Umzug in ein neues Haus hat man sie angerufen, das ist überliefert. Und in der jüngeren Edda heißt es über Vida, auf ihn vertrauen die Götter in allen Gefahren. Vali oder Vale auf Deutsch heißt strahlender oder streitbarer, kann man nicht genau sagen. Deutet man dann mehr so als die Morgenröte oder Morgensonne. Da heißt es in der Edda, er ist kühn in der Schlacht und guter Schütze.
Beide Gottheiten, beide Brüder sind aber auch die, die das neue Heiligtum für die Götter waren nach dem Ragnarök. Also sie sind auf jeden Fall auch die Wiederkunft der Götter und ihr Kult ist ja mehr so zum Julfest, zu Weihnachten gewesen. Ja, und dann die Göttin Sol oder Sunna, das heißt Sonne. Es ist eine Göttin, die Schutz und Sieg im Kampfe bewirkt, also eigentlich die Siegesgöttin. Sie hat ja eine eigene Rune und in der Edda heißt es dazu, wenn ich sie ritze und so weiter, so gehen die Freunde, gehen mit Macht heil in den Kampf. Heil aus dem Kampf kommen sie heil von überall her. Und Widukind von Corvey im Jahre 965 nennt sie die Siegesgöttin. Tyr oder auf Deutsch Tius, der Name bedeutet Leuchten, Glanz, Ehre. Das ist der Kriegsgott, das wissen wir ja. Im Gylfaginning heißt es, er ist sehr kühn und mutig und herrscht über den Sieg im Krieg. Darum ist es gut, dass Kriegsmänner ihn anrufen. Er ist auch so weise, dass man von Klugen sagt, sie seien weise wie Tyr. Gilt aber den Menschen nicht für einen Friedensstifter. Also, der Kriegsgott, er wurde ja auch immer mit Mars gleichgesetzt, Aktivität, Krieg, Kampf. Er heißt auf einer Inschrift auch Mars Tinxus, also der Gott des Tinks. Und im Runenlied der Tempelkönig. Also er hat auch was mit diesen Orten, wo man beraten hat, wo man Kulte gefeiert hat, da hat er auch was zu tun. Die nächste Gottheit ist Saga, Sage. Sie wird auch eventuell, weil ihr Ort Saga, Nesi oder so, wird auch irgendwo mit L geschrieben, Lager. Deswegen hat man vermutet, ob sie auch Lager geheißen haben kann. Dann wäre sie jedenfalls Lager, wäre sie eine Göttin der Quellen, ansonsten eine Göttin der Sage und Überlieferung. Dieses Saga, Sagen, Sprechen, kann man aber auch übersetzen zu Sjau, die Sehende. Ihr Ort Sökvabek wird verschieden übersetzt. Sök ist das Sinken, aber Bek kann eben auch heißen Bach, die Beke. Wir haben in Berlin einen Bach, der heißt die Beke. In Westfalen Altenbeken, das ist immer der Bach. Oder aber es kann auch die Bank heißen. Sinkende Bank oder ein sinkender Bach. Wenn man sie anruft, natürlich um Kenntnis der Überlieferung und Sagen. Aber sie wird in der Edda nur einmal in den Grimnismál erwähnt, dass Odin und Saga trinken alle Tage da selig aus goldenen Schalen. Und das wird dann auch in der jüngeren Edda nochmal wiederholt. Gleich nach Frigg wird also dann dort Saga erwähnt. Viele Forscher haben jetzt gemeint, Saga ist wahrscheinlich nur ein Beiname der Frigg, was in der jüngeren Edda dann irgendwie nicht mehr so verstanden wurde. Das heißt, eigentlich ist es Frigg. Das passt auch, weil ja Friggs Palast Fensal heißt, Moorsaal, da ist ja auch irgendwie Feuchtigkeit und Erde und so weiter. Und sinkender Bach, der da versinkt, das Wasser eines Bachs, das versinkt, ist ja auch wie so ein Moor. Und wenn jeden Abend oder doch regelmäßig Odin dort mit ihr trinkt, dann kann das ja eigentlich nur seine Gemahlin sein. Das ist ja anders gar nicht vorstellbar. Deswegen gehe ich inzwischen davon aus, dass Saga eigentlich nur ein Name der Frigg ist. Nichtsdestotrotz verwenden wir den Namen Saga, aber im Hinterkopf haben wir natürlich die Vorstellung, dass Saga doch eher die Göttin Frigg ist. Ja, dann Bragi und Idun oder Brage auf Deutsch. Idun heißt Iduna auf Deutsch, also Brage, Dichtkunst, Haupt, Häuptling. Es gibt da einen Skalden, Bragi Brodason, der Alte. Da sagen manche Forscher, naja, von diesem Skalden, von diesem Dichter aus dem 9. Jahrhundert, glaube ich, hat man den Gott abgeleitet. Das ist natürlich Unsinn. Es steht in der jüngeren Edda, dass besonders verdienstvolle, gute Dichter, die durften Bragge
Braga Carla, Braga Quenna als Ehrentitel führen. Das ist so wie bei uns mit dem Professor zum Beispiel. Wer also was kann und so weiter, was gelernt hat, der darf sich Professor nennen. Und so war es früher, wer ein guter Dichter war, der kriegte diesen Ehrentitel Bragi. Und deswegen hat dieser alte Skalde natürlich auch diesen Titel bekommen und nicht, der ist nicht mit dem Gott irgendwie zu verwechseln. In dem Naturmythos deutet man ihn als Vogelgesang der warmen Jahreshälfte und er ist zuständig für die Sprachgewandtheit, für die Kunst der Worte, für die Dichter. Man hat ja auch zum Julfest den Bragi-Becher getrunken, wenn man ein Julgelöbnis gemacht hat. Da hat man also Bragi sozusagen als Zeuge für dieses Gelöbnis angerufen. Ja, seine Gemahlin Idun oder Iduna bedeutet Erneuerung, Verjüngung. In dem Naturmythos symbolisiert sie das Grün der Pflanzen, das grüne Laub. Sie ist zuständig für Jugend, Lebenskraft, vielleicht auch für die Liebe, denn es gibt eine Runeninschrift Leob Idun, Liebes Idun. Kann also auch noch sein. Dann Loki oder auf Deutsch Loke. Der Name hat nichts mit Abschließen zu tun, wie man gerne will, sondern es kommt eigentlich von Lohe, von Feuer. Und so als Feuergott wird er auch immer im Volk, überall in Skandinavien und überall wird er immer als Feuergott angesehen. Das soll man, also solche Überlieferungen muss man immer auch berücksichtigen. Im Naturmythos ist er ja auch das Wildfeuer oder auch die große Hitze im Sommer. Das kommt auch dazu. Er ist zuständig für List, Schlauheit, Betrug, für Handel. Man hat ein bestimmtes Zeichen sich gemacht, ein Runenzeichen, Zauberzeichen in die Tasche gesteckt. Das hieß Kaupna Loki. Das heißt also, dass man dann Glück im Verkaufen, Kaufen hat. Er ist auch ein Gott des Zaubers. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, als eigentlich nur ein Halbgott, muss ich auch dazu sagen, er ist eigentlich nur durch die Blutsbrüderschaft mit Odin überhaupt unter die Götter gekommen. Ich habe darüber ein eigenes Video gemacht, mein Video Nummer 38. Skazi, auf Deutsch Skata oder bei den Kelten Skatach. Der Name bedeutet die Schädigende oder die Schattenhafte. Es ist eine Göttin, die im kalten Norden jagt, auf Skischuhen. Deswegen wird sie ja auch als Skigöttin oder als Jagdgöttin angesehen. Und man hat es gedeutet als den jagenden kalten Wintersturm. Und noch heute heißt in Skandinavien der Nordwind Skadi. Also die hat damit etwas zu tun. Bei den Kelten ist sie auch eine Göttin Skatach, die eine anderen Welt hat, eine Jenseitswelt vorsteht. Und zwar soll der Eingang irgendwo in den Alpen sein. Ich habe leider noch nicht herausbekommen, wo. Sie ist nicht, wie manche glauben, irgendwie mit Ulla verbandelt oder so. Das ist einfach Unsinn. Das wird komischerweise im Weltnetz immer mal behauptet. Der Gott Baldur, der im Südwestgermanisch noch Fohl heißt oder Balda und seine Gemahlin Nanna, die auch bei uns Nanna heißt. Baldur, das heißt übersetzt der Weiße, vielleicht auch der Kühne, aber ursprünglich der Weiße. In der Gylfaginning, der Edda, heißt es, er ist der Weiseste, Beredste und Mildeste von allen Asen. Er bewohnt im Himmel die Stätte, die Breiser Blick heißt. Da wird nichts Unreines geduldet. Ja, damit ist er eigentlich ein Gott des Lichtes, des Tages. Deswegen wird er auch Svivdag genannt. Auch der Reinheit, vielleicht sogar der so ein bisschen der Erleuchtung. Interessant ist zum Beispiel auch, dass in Berlin es ein Kino gab, das heißt Baldur Filmtheater, weil Baldur eben der Lichtgott ist und sie wollten immer gutes Licht haben, da haben sie es nach Baldur genannt. Ja, seine Gemahlin Nanna, das bedeutet die kühne, wagemutige, vielleicht auch Mädchen Mutters, weiß man nicht so genau, hängt mit der
sumerischen Gottheit Nannar oder Inanna zusammen. Die ist aber Morgen- und Abendröte und Liebe. Wir wissen über Nanna, die ja auch bei uns mit Sindgund, also identisch ist, wissen wir nicht so viel. Sindgund heißt die den Weg erkämpfende. Vielleicht geht es um Liebe, um Treue, denn auf der Runeninschrift des Kamms von Setre wird sie um Liebe angerufen. Hal Marmauna Alunana Alunana. Also Heil Mar kann oder mag lieben, Schutz Nana, Schutz Nana. Da wird also Nana eigentlich für so eine Liebe angerufen. Und wenn wir sie mit Sindgund, die den Weg erkämpft, den Weg frei macht sozusagen von Hindernissen, wenn wir sie damit gleichsetzen, dann ist sie vielleicht auch so eine Gottheit, die so Verbindungen schaffen kann, da wo es Hindernisse gibt. Heimdall, bei uns Manus genannt. Der Name Heimdall bedeutet Weltglanz. Er ist natürlich der Gott des Mondes. Er ist der erste Rechner, weil seine Kinder die Sterne am Himmel sind, die er zählt. Deswegen ist er der erste Rechner. Damit ist er natürlich auch ein Gott der Naturwissenschaften. Und er ist der Wächter der Götter, der alles sieht und nur die durchlässt ins Götterreich, die es dürfen. Manus ist auch der Ahnherr der Germanen. Das ist ja Heimdall, von dem die Stände abstammen. Das geht bis zum indischen Manus, der ja auch die Kasten geschaffen hat. Das ist also ein uralter Name und uralter Mythos. Ich habe darüber ein eigenes Video gemacht, das Video Nummer 39. Dann die Göttin Vor, auf Deutsch Vara. Der Name bedeutet Treuevertrag, ursprünglich vielleicht Frühling. Es ist eine Göttin der Gelöbnisse und auch der Gelöbnisse zwischen Mann und Frau, und sie bestraft die Eidbrecher. Bei einer Hochzeit wurde dann auch die Göttin Vor angerufen, damit das Treuegelöbnis, was sich die Eheleute aussprechen, damit sie das auch bewacht und dann auch, falls einer dagegen verstößt, sie das auch bestrafen kann. Auch hierzu habe ich ein eigenes Video gemacht, muss ich darauf verweisen, nämlich das Video 120. Ja, dann komme ich zu dem Gott Othyr oder Ottar. Der Name bedeutet Wut, Ekstase, Dichtkunst. Über diesen Gott, dem Gemahl der Freya, wissen wir eigentlich ganz, ganz, ganz wenig. Manche sagen, es ist einfach nur von Odin abgeleitet, das glaube ich aber nicht, denn Odin, der Name war ja ursprünglich Vodanas und Othyr war wahrscheinlich früher Otarus, Attis und so weiter, es ging in eine ganz andere Richtung. Im Mythos wirkt er so ein bisschen als vielleicht ein Gott der Nacht, der Liebe, vielleicht auch der Poetik, wegen dieser Übersetzung Othyr. Das Bild zeigt ihn, wie er sich von Freya gerade verabschiedet. Er macht immer weiter Reisen und sie ist dann so traurig und reist ihm nach, um ihn wiederzufinden. Und damit sind wir dann schon bei Freya, der Liebesgöttin. Sie heißt bei uns Frova oder auch Ostara, auch im Norden auch Gifjon. Das Freya bedeutet Herrin, ist auch einfach nur so eine Anrede. Ostara, das hat was mit dem Morgenstern zu tun und so weiter. Also das ist sehr kompliziert. Sie entspricht auf jeden Fall der Göttin Venus und der Morgenröte. In der Zuständigkeit ist sie natürlich die Liebesgöttin und auch Göttin der Nacht. In der jüngeren Edda heißt es, sie ist denen gewogen, welche sie anrufen. Sie liebt den Minnesang und es ist gut, sie in Liebessachen anzurufen. Also ihre Zuständigkeit, Gesänge, Gesang, jeder Art übrigens, nicht nur Minnelieder, Kunst, Theater, also Spiel, auch Reisen, weil sie ja ihrem Gemahl nachreist, auch Erotik, Sexualität. Ich habe zu Freya schon 3 Videos gemacht, das Video 5, das Video 31 und das Video 138, speziell Gefion. Der Gefion ist ja auch Freya. Ja, dann Forseti, der bei uns Forsite, Vorsitzender heißt.
Alle, die sich in Rechtsstreitigkeiten an ihn wenden, gehen verglichen nach Hause. Das ist der beste Richtstuhl für Götter und Menschen. Das wird in der Edda gesagt. Und es gibt auch eine Sage von den Friesen, dass Posite, wie er dort heißt, den Friesen das heilige Recht der Germanen lehrte. Dort ist sein Attribut eine Axt. Und man hat ihn jetzt als mit dem Poseidon, Posetai, Poseidon, das klingt so ähnlich, versucht zu identifizieren, also als ein Gott des Meeres, weil er ja auch in einem Schiff, in dieser Sage der Friesen, in einem Schiff sitzt. Man hat ihn auch als einen Sonnengott gesehen, weil die Sonne bringt es an den Tag. So ein Rechtsgott könnte auch ein Sonnengott sein, das weiß man nicht genau. Er ist jedenfalls der Sohn Baldurs und Baldur ist ja der Tag, der lichte Tag. Mehr weiß man da eigentlich drüber nicht. Dann haben wir die Göttin Syn, die auf Deutsch Sin heißt. Verweigerung. Vielleicht auch Schein des Feuers, sie entspricht der Vesta. In der Gylfaginning heißt es, die elfte Asin ist Syn, welche die Türen der Halle bewahrt und denen verschließt, welche nicht eingehen sollen. Ihr ist auch der Schutz derer befohlen, die auf dem Ting eine Sache in Abrede stellen. Daher die Redensart Abwehr oder Sühn, also ist vorgeschoben, wenn man die Schuld leugnet. Was ihr seht hier, das Bild, ist übrigens vom Straßburger Münster. Da wird, also eigentlich im ganzen Mittelalter, findet man oft diese beiden Figuren Ekklesia, Kirche, und Synagoge. Das ist dann sozusagen das Christliche und das Jüdische, das ist so eine Auseinandersetzung, die Ekklesia triumphierend und Synagoge so gebrochen. So ist es entstanden, aber ursprünglich war diese Figur der Sühn, die an den Kirchen stand, der Synagoge, das war eigentlich eine Übernahme von der Göttin Sühn, die das Haus schützen soll, nämlich die Kirchen sind ja auch ein Haus, das wollte man schützen. Nun durfte man da natürlich die heidnische Göttin nicht hinstellen, da hat man sich das mit der Synagoge ausgedacht und die Ekklesia daneben gestellt. Aber wenn wir genau gucken, hat die Sühn verbundene Augen. Das passt sehr gut zu einer Göttin, die den Angeklagten hilft. Die Justiz hat ja auch die verbundenen Augen. Und sie hat einen gebrochenen Speer oder gebrochenen Stab, das heißt, das Urteil ist gefällt, also das ist auch eine Rechtssache, das darf man nicht vergessen. In der anderen Hand hält sie eine Schrifttafel, ist jetzt hier nicht, glaube ich, nicht zu sehen. Das ist natürlich das Gesetz. Sie hilft da den Angeklagten und schützt das Haus. Und das wird mit dieser Figur, die dann zu einer Synagoge verkommen ist, wird das damit ausgedrückt. Ist mal wieder ein gutes Beispiel, wie die Christen etwas übernommen haben und ganz anders gedeutet haben. Njörður oder auf Deutsch Nerd, das übersetzt man mit Erde, so Jörd und so weiter in diese Richtung, aber ist noch nicht so überzeugend, muss ich sagen. Jedenfalls setzt man ihn mit Neptun, Poseidon gleich. In der Gylfaginning heißt es, er beherrscht den Gang des Windes und stillt Meer und Feuer. Ihn ruft man zur See bei der Fischerei an. Er ist so reich und vermögend, dass er allen, welche ihn darum anrufen, gut, sowohl als fahrendes wie liegendes gewähren mag. Und in der Egils-Saga wurde ja auch gesagt, hatte ich vorhin bei Frey schon zitiert, dass Frey und Njörd Reichtum gewähren. In der Inglinger-Saga wird dann gesagt, zu seiner Zeit herrschte ein wundersamer Friede und es kamen Jahre von solcher Fruchtbarkeit, dass die Schweden glaubten, Njörður veranlasse die Fruchtbarkeit und den Reichtum der Menschen. Also ein Gott als Gott des Meeres, wo das Gold drin liegt natürlich und der Schifferei, Fischerei und so weiter, aber eben dann auch Fruchtbarkeit und Reichtum. Njörður, auf Deutsch Nerta, Nerte, bei Tacitus Nertus, ist die nährende Erde. Tacitus schreibt, insgesamt aber verehren sie Nertus, das heißt die Mutter Erde, und glauben, die Göttin walte über der Menschen Schicksal. Dann wäre sie also eine Erde, die uns ernährt, die aber als Gemahlin Njörðs irgendwas mit dem Reichtum zu tun hat. Und er war ja in Vanaheim mit ihr vermählt und sie ist auch die
Mutter von Frey und Freya. Aber bei den Asen durfte man ja die Geschwister nicht heiraten und deswegen mussten sie sich trennen. Aber sie sind natürlich zusammengeblieben, aber die Ehe war dann eben beendet worden. Das ist ja eine rechtliche Frage nur. Mein Bild zeigt übrigens eine Figur, der Nertus Umzug, den Tacitus da erwähnt hat und genauer beschreibt. Ich habe gar kein Bild von ihr gefunden, wo sie dann sozusagen als Göttin dargestellt ist. Nun gut, gehen wir mal weiter. Die Göttin Snotra oder Snutra. Das heißt die Kluge, vielleicht auch die Frau. Man weiß nicht, was für eine Naturkraft, vielleicht die Erde, aber das ist unsicher. In der Gylfa Ginning heißt es nur, die 13. Göttin ist Snotra, sie ist weise und feinsinnig. Gut, dann ist es also eine Göttin der tugendreichen, sittsamen Menschen, die Maß halten können. Es kommt manchmal im Hávamál der älteren Edda, O Snotur Madur, unkluge Menschen, Snotur, also die Menschen, die wenig von der Göttin Snotra haben, so könnte man es auch sagen. Die machen das und das, wird dann genau erklärt. Also es ist eine Göttin der Tugend und mehr wissen wir darüber nicht. Ja, und zuletzt die Göttin Jörðr, Erda, Erke, Frau Harke heißt sie auch, also die Erde, bei den Griechen Gaia. Da haben wir ein bisschen Probleme, weil die Erde teils riesig ist, also ganz so neutral, wie wir sagen, Erde als Planet sozusagen, als Materie, so ist das im Norden auch. Zum Beispiel sind die Erdbeeren Jörðbär, weil sie einfach an der Erde wachsen und nicht, weil sie irgendwas mit der Göttin zu tun haben. Und sie ist aber gleichzeitig auch eine Göttin, eine Asin, denn sie ist ja auch die Mutter Thors und auch die Mutter von Frigg. Also deswegen muss man sie ja auch erwähnen. Da gibt es also wenig, wofür sie zuständig ist, außer zum Beispiel im Hávamál 137, wo du Bier trinkst, erkiese dir der Jörs Macht, denn Jörs, nimm wieder Bier. Und am Schluss, Folt, also ist auch ein Name der Jörd, Folt soll man wieder Fluss nehmen. Ja, und das Fluss sind Krankheiten, so wie Schlagfluss zum Beispiel. Also die Erde heilt natürlich und sie nimmt Flüssigkeit auf, aber sie ernährt uns natürlich auch. Das Bild ist übrigens von dem Maler Feuerbach. Ja, liebe Freunde, das waren jetzt mal in Kurzform die Götter und Göttinnen auf besonderen Wunsch einer meiner Zuschauerinnen aus Brasilien. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich will ja auch zu den einzelnen Göttern nach und nach Einzelvideos machen. Zumindest dann, wenn ich genug Material immer habe. Es ist ja bei allen, es ist ja nicht immer so einfach. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr wollt, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.